Nasses Geläuf, stürmischer Regen, viele Chancen, doch am Ende kein Tor. Das Spiel unserer SVE beim VfB Stuttgart 2 endete mit 0:0. Wir haben für euch die Stimmen zum Spiel. Ja, Frank, 0:0 endet die Wasserschlacht in Stuttgart. Starke Leistung trotzdem von dir. Wie würdest du heute das Spiel beurteilen? Ja, ich finde, dass wir eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben, gegen einen starken Gegner allerdings gespielt haben, der spielerisch stark war, speziell stark aus der Halbzeit rausgekommen ist, wo wir dann das eine oder andere Mal Glück hatten. Letztendlich ist es halt dann ärgerlich, wenn du beim Stand von 0:0 einen Elfmeter halt hast und den verschießt, was immer mal passieren kann, da geht auch kein Vorwurf an Kofi. Aber es ist halt ärgerlich und es tut weh, weil ich denke, so einen dreckigen Sieg wie heute hätten wir halt dann gebraucht. Mit dem Elfmeter werden wir ihn dann reinmachen. Wie geht man jetzt mit der aktuellen Situation um als Mannschaft? Das ist wieder das vierte Spiel jetzt ohne Tor. Wie steckt ihr das weg? Also, wichtig ist, dass wir nicht auseinanderbrechen und ich habe die Mannschaft jetzt so erlebt, dass wir starke Charaktere haben und uns sowas jetzt nicht aus der Bahn wirft, sondern wir zusammenstehen und klar, es ist scheiße, wir haben jetzt 4 Spiele lang kein Tor geschossen, das wissen wir auch. Wir werden aber jetzt einen Teufel tun und uns da intern gegenseitig irgendwie an den Kragen gehen und sagen, sag mal, wieso macht ihr die Dinger nicht oder sonstige Dinge. Nee, im Gegenteil, das schweißt uns eher noch zusammen und wir wissen, dass wir Tore machen müssen. Ja. Ich würde das aber jetzt auch nicht zu groß thematisieren, weil das darf jetzt nicht zu sehr im Kopf verankert werden, oh, wir schießen keine Tore, weil das hemmt nur, weil wir haben die Qualität, um Tore zu schießen, das ist Fakt. Nur im Moment läuft es halt nicht und man muss positiv nach vorne schauen und ich denke, das bekommt der Trainer auch gut hin und dann wird es am Mittwoch hoffentlich klappen. Du hast Mittwoch angesprochen, ihr habt jetzt 5 Tage Zeit. Was wollt ihr in der Zeit genau machen, jetzt auch im Training? Wie kann man damit umgehen? Jetzt natürlich erstmal eine Heimreise regenerieren, das Spiel von heute nochmal analysieren und dann im Training einfach Gas geben. Was soll man da groß machen? Der Trainer wird uns schon, wie er es auch bisher immer gemacht hat, gut auf das Mittwochspiel vorbereiten. Und die Jungs müssen halt versuchen, sich im Training Selbstvertrauen zu holen, gerade die Stürmer. Und wir als Mannschaft müssen zusammenbleiben und das werden wir auch, weil wir starke Charaktere haben, habe ich gerade eben schon erwähnt. Und von daher sehe ich jetzt nicht groß, dass Panik ausbrechen muss. Hast du in deiner Karriere so eine Situation schon mal erlebt, in der Form? Wie jetzt mit 4 Spiele kein Tor geschossen? Ich hab auch in Osnabrück letztes Jahr erlebt, 5 Spiele, 5 Niederlagen. Das ist, glaube ich, noch unangenehmer. Schon alles erlebt, aber wie gesagt, da gilt es nicht zusammenzubrechen, sondern zusammenzurücken und Brust raus und trotzdem weiter Gas geben. Viel Erfolg und gute Rückfahrt, gell? Ja, Kalle, hat dich heute beim 0:0 in Stuttgart als sehr temperamentvoll an der Seitenlinie erlebt. Wie würdest du das Spiel jetzt nach 90 Minuten und einem verschossenen Elfmeter beurteilen? Es ist in der Tat schwer, ja, weil ja immer mehr die Gesamtsituation dann auch eine Rolle spielt bei der Beurteilung. Das darf es bei uns jetzt natürlich nicht in der Analyse des Spiels hier in Stuttgart. Wir haben, finde ich, eine gute erste Halbzeit gespielt, hatten dann 20 Minuten nach der Halbzeit oder bis 20 Minuten nach der Halbzeit richtig Probleme mit dem Gegner. Und da hat uns auch ein guter Torwart und der einen oder anderen Situation auch ein Quäntchen Glück, auch schon in der ersten Halbzeit geholfen, dass wir ohne Gegentor geblieben sind. Wir selbst haben dann das i-Tüpfelchen gesetzt, den Elfmeter nicht zu verwandeln. Das ist so und von daher ist es schon schwierig, dann so ein Spiel dann auch richtig einzuordnen. Und ich sage ganz ehrlich, dazu brauche ich nochmal die Aufnahmen. 4 Spiele, 0 Tore. Wie kannst du jetzt als Trainer der Mannschaft helfen, um doch noch den Kopf oben zu halten? Ja, indem man... Heute war es so, wir hatten nun wirklich in der ersten Halbzeit, müssen wir einen machen, in der zweiten Halbzeit müssen wir auch einen machen. Das sind keine Durchhalteparolen oder das Pfeifen im Wald. Es geht jetzt einfach darum, dass man sich weiter auf die nächste Torschance freuen muss. Und keine Angst hat, die nächste Torschance zu vergeben. Und deswegen wird das dann auch wichtig sein in der Ansprache, gerade jetzt bei Kofi, weil er wirklich betrommelt in der Kabine sitzt, dass er sich wieder auf die nächste Torschance freut. Und das wird ganz, ganz wichtig sein. Ja? Und überhaupt nicht dran denken, was passiert, wenn ich sie vergebe. Weil wir wollen jetzt zu Hause den Bock umstoßen und müssen das und gegen die Offenbacher ein gutes Spiel machen und 3 Punkte holen. Ja? Also das ist definitiv so. Was erwartet euch gegen Offenbach? Da muss ich nochmal mich genau informieren. Die Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, ist so wie viele Mannschaften in der Regionalliga. Sie sind gut aufgestellt, kommen mit ihrem 4-4-2 und ich
Bin aber trotz alledem guter Dinge und nochmal, das ist jetzt kein Pfeifen im Walde, keine Durchhalteparole, weil man merkt, wie sich die Jungs ärgern, man merkt, wie die Jungs emotional auf dem Platz waren und man merkt, dass sie alles dafür tun, dass es besser wird. Du bist also optimistisch für die kommenden Wochen? Ja, ich finde, das sollte man sein dürfen und bei allem, was passiert, immer den Blick fürs Wesentliche behalten. Vielen Dank. Ja, Lukas, nach der Niederlage in Mannheim hast du ehrliche Worte gefunden, jetzt anderthalb Wochen später. Beim 0:0 in Stuttgart wirst du wahrscheinlich auch wieder ehrliche Worte finden. Wie würden die heute ausfallen nach dem Spiel in Stuttgart, nach der Wasserschlacht? Ja, es war ein kampfbetontes Spiel. Ich denke, Chancen waren auf beiden Seiten da, das Spiel zu gewinnen. Mit dem Elfmeter hatten wir natürlich, muss man so sagen, die Beste und den Matchball eigentlich auf dem Fuß. Wir machen ihn nicht. Ein paar andere Gelegenheiten vorne, die vielleicht mit ein bisschen Glück mal reingehen. Im Moment fallen sie halt nicht rein. Deshalb muss man mit dem Punkt leben und ich denke, das war von beiden Mannschaften ein gutes Spiel und mit dem Punkt kann man, denke ich, heute auch leben. Ist das Glück momentan einfach nicht auf eurer Seite oder woran liegt es genau? Kannst du es irgendwo festmachen? Ja, scheint so zu sein, ja. Aber ich denke, Glück muss man sich auch erarbeiten. Wir ackern 90 Minuten, wir geben Gas. Ich denke, das kann man uns absolut nicht vorwerfen. Und wir brauchen halt dieses Erfolgserlebnis, mal ein Tor, dass einer vorne reinfällt. Und ich denke, dann geht das alles ein bisschen leichter vom Fuß. Nach der Niederlage in Mannheim hart gearbeitet. Was steht jetzt bis Offenbach am Mittwoch noch an? Ja gut, das ist jetzt ein kurzer Zeitraum. Da geht es vor allem um Regenerieren, denke ich. Wir werden uns auch wieder die Sachen angucken, die wir gut gemacht haben. Die Sachen, an denen wir weiter arbeiten müssen. Und ich denke, man kann im Training so viel Torschuss üben, wie man will. Das heißt nicht, dass man im Spiel dann trifft. Und wir müssen jetzt einfach weitermachen, bis er irgendwann mal reingeht und uns einfach mal für den ganzen Aufwand belohnen, den wir da anstellen. Wie kann man das irgendwie mental wegstecken? Es ist ja doch eine belastende Situation auch für jeden Spieler, oder? Man nimmt sich jeden Spieltag so viel vor und am Ende wird man nicht belohnt. Ja, ist frustrierend. Wir haben jetzt 3 Spiele zu 0 gespielt und normalerweise musste natürlich dann auch mal ein Spiel gewinnen. Ist jetzt im Moment halt so. Es ist eine schwierige Situation, aber bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir werden weiterarbeiten und irgendwann wird er reinfallen. Und dann denke ich, dann, wenn du mal so ein Erfolgserlebnis hast, dann gehen ein paar Sachen noch ein bisschen leichter. Vielen Dank.